Guten Abend von meinerseits, auch in dieser Runde für diejenigen vielleicht, die vorher nicht da waren. Ganz herzlichen Dank an Malte Brinkmann für die Einladung. Und ich freue mich sehr, einige Überlegungen in diesem Kontext vorzustellen. Bei der letzten Kommissiontagung der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie hat sich spontan ergeben, dass zwischen Berlin und Wuppertal ein gemeinsames Interesse an Nachdenken über den Generationsbegriff besteht und fand ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass aus diesem unmittelbaren damaligen Austausch ist auch heute findet eine Fortsetzung von der dort begonnenen Gespräch. Der Titel von meinem Vortrag lautet Gesellschaft ohne Erwachsenen. Bevor ich mit dem Vortrag beginne oder am Anfang meines Vortrags, möchte ich zwei Zeilen aus einem Roman von einer Schriftstellerin, aus einem Briefroman von einer Schriftstellerin, die pädagogischen Themen zu literarische Topoi verwandelt hat. Die Rede ist von Natalia Ginzburg. Der Roman, aus dem ich zitieren werde, trägt den Titel La città e la casa, die Stadt und das Haus. Und schon in dem Titel sehen Sie noch einmal widerspiegelt diese zwei Begriffe, von denen wir schon vorher gesprochen haben. Zu sagen, die Stadt als Raum der Öffentlichkeit und das Haus als Ort der Privatheit oder, wie Arendt sagen würde, als Möglichkeit der Verborgenheit. Und der Roman ist ein Briefroman, ist von 1984, sieht in der Zerfall des Hauses und in der Unfähigkeit der Herren, Väter zu werden, die Unmöglichkeit selbst der Erziehung. So, ich lese diese zwei Zeilen, die ich angekündigt habe. In Wirklichkeit dürfte man als Erwachsener keinen Schutz mehr nötig haben. Aber vielleicht sind weder du noch ich ja je Erwachsener geworden. Wir sind eine Schar von Kindern. So Ginzburg. Der Titel des Vortrags, also Gesellschaft und Erwachsenen, kann aber auch als eine Variation des Titels auf den Weg zu einer vaterlosen Gesellschaft des 1963 erschienenen Buches von Mitscherlich interpretiert werden. In dem Roman von Natalia Ginzburg, es geht eher um eine Gesellschaft ohne Erwachsene, in dem Buch von Mitscherlich, es geht sozusagen, die Diagnose konzentriert sich eher auf den Verschwinden der Autoritätsverlust des Vaters. Mit dem Titel bezeichnen der Psychoanalytiker aus einer sozialpsychologischen Perspektive die historische Konstellation hinsichtlich ihrer familiären Verhältnisse in der Nachkriegszeit. Ich versuche, einen weiteren Schritt zu tun, den ich hoffe, begründen zu können, indem ich die These formuliere, der zufolge unsere gegenwärtige europäische westliche Gesellschaft nicht eine vaterlose ist, sondern eine erwachsenenlose Gesellschaft. Meine Analyse folgt einer geschichtsphilosophischen Argumentation, eine nicht teleologische, aber doch geschichtsphilosophische Argumentation, die meiner Erachtens der Generation, Begriff und dessen pädagogischen Bedeutung angemessen ist. Malte hat in meiner Vorstellung gesagt, sozusagen, dass ich mich beschäftige mit geschichtlichen Themen, also mit Themen der historischen Bildungsforschung und mit philosophisch-theoretischen Themen. Und mein theoretischer Anspruch ist genau diese Trennung zwischen geschichtlich und theoretisch, erkenntnistheoretisch zu überwinden bzw. zusammenzudenken. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich werde Ihnen heute Abend einige Überlegungen vortragen in Anteprima, die ich für eine Einführung in die Erziehungs- und Bildungsphilosophie verfasst habe, die noch nicht erschienen ist.
mit kleiner Variation. Und das kann sein, dass nach dem Vortrag, nach der Diskussion, den Text noch einmal sich verändern wird. Die Gesellschaft ohne Erwachsenen ist eine Gesellschaft, in der die Grundvoraussetzung der Aufklärung und das darin implizierte Verständnis eine bürgerliche Gesellschaft nicht ohne weiteren Begründungsanstrengungen aufrechterhalten werden können. Also sagen, in die Krise der Erziehung besteht für mich, ja, also sagen, in der Charakterisierung der Konsequenzen, worin diese Krise der Erziehung besteht, teile ich die Analyse von Arendt, aber nicht ganz in der Rekonstruktion des Hintergrunds. Also sagen, was sie für sie Krise der Moderne ist, bezeichne ich als Krise der bürgerlichen Gesellschaft. Und in der Aufklärung sehe ich, in der Aufklärung, die ich als eine pädagogisches, philosophisches und politisches Projekt aufzeigen, sehe ich die philosophische Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Nach diesen kurz einführenden Anmerkungen komme ich zum ersten Punkt meiner Analyse, Krise der Mündigkeit und die anthropologische, rechts- und geschichtsphilosophische Begründung des Generationsbegriffs. Also Krise der Mündigkeit ist, Krise der Erziehung besteht für mich in einer Krise der Mündigkeit. Stellt Mündigkeit den Hauptbegriff der Aufklärung dar, äußert sich die Krise diese politische, philosophische und pädagogische Projekts in der Infragestellung der Bedingungen seines Erziehungsverständnisses. Eine der zentralen Voraussetzungen des aufklärerischen Erziehungsbegriffs war die Überzeugung, dass die Erziehung zur Mündigkeit zur Aufgabe der älteren Generation gehört. Eine solche Verantwortung der Älteren gegenüber der Jüngeren wurde anthropologisch, rechts- und geschichtsphilosophisch begründet. Ich werde diese dreifache Bestimmung des Generationsverhältnisses, so anthropologisch, rechtsphilosophisch und geschichtsphilosophisch, bezugsnehmend zuerst vor allem auf Kant, aber auch auf Hegel und Schleiermacher und nur in einem zweiten Moment auf Arendt, auf Arendt zu kommen. Die Bedeutung des Generationsverhältnisses für die Erziehung wird von Kant anthropologisch, rechtsphilosophisch und geschichtsphilosophisch begründet. Deshalb werde ich mich beziehen auf einen Text, auf die Vorlesung über Pädagogik. Beziehe nicht, weil ich denke, dass Sie den Text nicht kennen. Ich glaube, dass Sie den Text sehr gut kennen. Aber weil ich diesen Text, also den Text, das Postum erschienen 1803, als Urtext sozusagen bürgerlicher Pädagogik und vor allem ein zentraler Text für das Verständnis des Generationsbegriffs sei. Anthropologisch ist die Relevanz des Generationsverhältnisses durch die physische, heute ich würde sagen, Kant spricht nicht davon, psychische und kulturelle Angewiesenheit der Kinder auf die Erwachsenen zu erklären. Ich glaube, war Frau Janssen, der in der Diskussion darauf hingewiesen hat, dass Kinder ohne die Erwachsenen nicht überleben könnten. Rechtsphilosophisch schließt Kant an die liberale Tradition von Locke an, der in seinen zwei Abhandlungen über die Regierung 1690 seine Kritik an den patriarchalen begründeten Erziehungsvorstellungen von Villmer, des Patriarch, sozusagen das Buch von Villmer von 1690, äußert und für eine Begrenzung der väterlichen Gewalt plädiert. Also diese Thematisierung der Trennung zwischen Privat- und öffentlicher Sphäre ist ein Topos der pädagogischen Reflexion liberaler Prägung, sozusagen sei Locke über Kant und bis über Hegel auch in den Texten von Humboldt, in den liberalen Texten von Humboldt, über den Staat, bis in Texten von Schleiermacher bis zu Arendt. Deshalb
Auch, das hat kurz, kann mich nicht mehr erinnern, wer in der Diskussion darauf verwiesen, dass Arendt in ihrem Verständnis von Privatheit und Öffentlichkeit, dass in Bezug auf Erziehung das Verständnis, also das griechische Verständnis, das aristotelische Verständnis von Privatheit verteidigt, teile ich nicht die Auffassung, vor allem in Bezug auf das Verständnis von Autorität und Privatheit in Bezug auf die Erziehung. Glaube, das behaupten zu können, dass Arendt sehr stark liberal argumentiert. Deshalb erlaube ich mir, diese ideengeschichtliche Rekonstruktion zu tun. Voraussetzung dafür ist für Kant sozusagen der Begrenzung der väterlichen Gewalt, ist die von Kant geteilte Überzeugung, dass alle Menschen selbstregierungsfähig sind, sui juris. Die Menschen sind in diesen Zustand nicht hineingeboren, aber sie werden dafür geboren. Sie sehen schon hier den Unterschied, der markiert wird zwischen Erwachsenen und Kindern. Also sozusagen einerseits den Gleichheitsbegriff in einem juristischen Sinn. Alle Menschen sind gleich von der Recht. Aber die Kinder sind einerseits Rechtsträger, aber noch nicht mündig. Sozusagen. Deshalb, das juristische Gleichheitsbegriff trifft nicht die Besonderheit dieser Verhältnis. So Locke, Kinder werden, das gebe ich zu, nicht in diesem völligen Zustand der Gleichheit geboren. Sie werden aber doch für ihn geboren. Das ist daraus die Notwendigkeit der Erziehung. Ihre Eltern haben eine Art Herrschaft oder Gerichtsbarkeit über sie, wenn sie zur Welt kommen und auch noch einige Zeit danach. Sie ist sie jedoch nur vorübergehend. Die Fesseln dieser Unterwerfung gleichen den Windeln, mit denen sie während der Hilflosigkeit ihre frühe Kindheit gewickelt und geschützt werden. Alter und Vernunft lockern sie, je größer die Kinder werden, bis sie schließlich ganz wegfallen und der Mensch der eigenen freien Leitung überlassen wird. Zitat Ende. Der temporäre Charakter der elterlichen Herrschaft findet seine Legitimation im asymmetrischen Generationsverhältnis. Also sagen, das ist ein zentraler Punkt, dass das Generationenverhältnis in pädagogischer Hinsicht in ihrem Unterschied zu einem soziologischen Generationsbegriff, zum Beispiel wie der von Mannheim, der eine Kohorte bezeichnet, das pädagogische Generationsverhältnis charakterisiert von einem Differenzverhältnis. Es geht nicht um ein, ich möchte auch hier unterscheiden, es geht nicht um ein hierarchisches Verhältnis, sondern um ein asymmetrisches Generationsverhältnis. Nur aus dieser Asymmetrie lässig oder wird das Pädagogische gedacht in ihre aufklärerische und in ihre bürgerliche Auffassung. Das heißt sozusagen, dass der temporäre Charakter der weltlichen Herrschaft seine Legitimation in der Unmündigkeit und Schwäche des Kindes findet. Gäbe es nicht diese Unmündigkeit des Kindes, diese Schwäche des Kindes, brauchen wir überhaupt nicht ihr zu sein. Gäbe es keine Pädagogik, nicht die Notwendigkeit einer Pädagogik. Darauf bezieht sich auch Hegel, hat Sabine Reh vorher schon darauf verwiesen, in seine, ich möchte mich aber auf seine Vorlesung über die Grundlinie der Philosophie des Rechts beziehen, der auch hier, also was wir bei Arendt finden, der die sittliche, private und rechtliche öffentliche Dimension der Problematik begrifflich unterscheidet. Sichtlich gehört das Kind für Regel zur Familie. Der Schutz der Familie, das ist, wie Sie sehen, Arendt paraphrasiert, also sozusagen ein Topos, das findet sich auch bei Humboldt. Aber das im 19. Jahrhundert sehr präsent ist, sozusagen in der Zeit, in dem die Vorstellung bürgerlicher Familie nicht nur
ihre literarische Ausdruck findet, sondern auch ihre philosophische und rechtsphilosophische. Der Schutz der Familien, Hegel, in der Form der Liebe und der Fürsorge soll die sichtliche Entwicklung des Kindes ermöglichen. Das ist der Punkt von Arendt. Also die Verborgenheit der Familie ist, was die sichtliche Entwicklung des Kindes ermöglichen. Rechtlich, so Hegel, das heißt öffentlich, soll das Kind als ein Individuum zur Freiheit und zwar zur Emanzipation von der Familie erzogen werden. Ich zitiere, die Kinder sind an sich frei und das Leben ist das unmittelbare Dasein, nur diese Freiheit. Sie gehören daher weder anderen noch den Eltern als Sache an. Sozusagen das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ist nicht die von einem Besitz. Ihre Erziehung hat die in Rücksicht auf das Familienverhältnis positive Bestimmung, dass die Sittlichkeit in ihnen zu unmittelbaren, noch gegensatzlosen Empfindungen gebracht werden und das Gemüt darin als dem Grunde des sittlichen Lebens in Liebe, Zutrauen und Gehorsam seine erstens Leben gelebt habe. Dann aber die Rücksicht auf dasselbe Verhältnis negative Bestimmung. Die Kinder aus der natürlichen Unmittelbarkeit, in der sie sich ursprünglich befinden, zu Selbstständigkeit und freier Persönlichkeit und damit zu Fähigkeit, aus der natürlichen Einheit der Familien zu treten, zu erheben. Zitat Ende. Eine in rechtlicher Hinsicht gelungene Erziehung soll für Regel zur sittlichen Auflösung der Herkunftsfamilien führen. Das finde ich sehr interessant, sozusagen, dass die Aufgabe der Familien ist, das Kind zu befähigen, von der natürlichen Unmittelbarkeit der Familie sich zu befreien. Darin besteht auch die Bedeutung, die Hegel der Ehe verleiht in der Rechtsphilosophie. Weil die Ehe steht für Hegel für die einzige Möglichkeit für ein Individuum, an etwas sich einzulassen, das keinen natürlichen Hintergrund hat. Deshalb als großer Zeichen der Freiheit. Rechtsphilosophisch sieht das Generationsverhältnis vor, dass angesichts der Unmündigkeit des Kindes die Verantwortung für das Kind, privat von der Familie, zugleich als privater Raum und als einem rechtlich geregelten Zusammenhang temporär übernommen wird, die für die sittliche Entwicklung des Kindes zuständig ist. Die gesellschaftliche Bedeutung der Familie in einer bürgerlichen Gesellschaft besteht in der Übernahme einer solchen Verantwortung. Soweit mit der rechtsphilosophischen Begründung. Geschichtsphilosophisch wird von Kant die Bedeutung des Generationsverhältnisses in Erziehungsprozess auf die Relevanz der Tradierung nicht für die Konservierung, sondern für den Fortschritt der Menschheit zurückgeführt. Also sagt, ohne Tradierung keine Fortschritt. So Kant aus der Vorlesung über Pädagogik, es ist entzückend, sich vorzustellen, dass die menschliche Natur immer besser durch Erziehung werden entwickelt werden. Und dass man diese in einer Form bringen kann, die der Menschheit angemessen ist. Dies eröffnet uns den Prospekt zu einem künftigen glücklichen Menschengeschlecht. Geschichtsphilosophisch ist eine Betrachtung der Geschichte, der zufolge der Fortsetzung der Geschichte ein Telos zugrunde liegt. In der Aufklärung besteht diese Telos in der Realisierung der Menschheit als Gattung. Generational ist für Kant, ausgehend von der geschichtlichen Perspektive, sowohl das Verhältnis zwischen einem Kind und einem Erwachsenen, als auch die Beziehung zwischen den Generationen. Jede Generation hat, gemäß der geschichtsphilosophischen Perspektive, der nächsten Generation Kultur, Technik, Recht,
Wissenschaft und Sitten zu vermitteln. Eine Generation erzieht die andere. Jede Generation bildet in diesem Zusammenhang einen notwendigen erzieherischen Schritt zu Fortschritt der Menschheit. Ich zitiere aus Kant: Die Erziehung ist eine Kunst, deren Ausübung durch viele Generationen vervollkommen werden muss. Jede Generation, versehen mit den Kenntnissen der Vorhergehenden, kann immer mehr eine Erziehung zustande bringen, die alle Naturanlagen des Menschen proportionierlich und zweckmäßig entwickelte und so die ganze Menschengattung zu ihrer Bestimmung führt. Daher ist die Erziehung das größte Problem und das schwerste, was den Menschen kann aufgegeben werden. Denn Einsicht hängt von der Erziehung und Erziehung hängt wieder von der Einsicht ab. Daher kann die Erziehung auch nur nach und nach einen Schritt vorwärts tun. Und nur dadurch, dass eine Generation ihre Erfahrungen und Kenntnisse der Folgenden überliefert. Zitat Ende. Also ohne Erziehung, als generationale Tradierung, wäre die Menschheit dem Stillstand ausgeliefert oder der Gefahr eines Rückschritts. Die Idee des Fortschritts der Geschichte im Medium der generationalen Tradierung überschreitet in einem gewissen Sinn den historischen Horizont der Aufklärung, die die Möglichkeit des Fortschritts vor allem mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik verband. In Kants Vorstellung des Generationenverhältnisses stützt sich der Fortschritt auch auf wissenschaftliche Erkenntnis, aber in Form ihrer bewusst geschichtlichen Vermittlung. Die Vorstellung des Fortschritts als geschichtliche Tradierung radikalisiert sich im 19. Jahrhundert. Diese zeigt sich an der stärkeren politischen und kulturellen Bedeutung, die dem Generationenverhältnis bis im frühen 20. Jahrhundert zukommt. Generation wird der Begriff, in dem sowohl das Bildungs-, aber auch das Wirtschaftsbürgertum die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft sieht. Erziehung als Übergabe meint die Vermittlung von kulturellen, aber auch von ökonomischen Gütern. Sie ist dann die zunehmende Bedeutung der bürgerlichen Familie als Ort des Rückzugs in die private Sphäre und als erste sittliche Institution gebunden. In Schleiermacher Vorlesung Grundzüge der Erziehungskunst dient der Generationsbegriff sowohl der akademischen Begründung und Legitimation der Pädagogik als auch der Klärung ihres Verhältnisses zur Politik. Pädagogik ist die Theorie eines Praxis, die die Gestaltung des Generationenverhältnisses betrifft. Das Generationenverhältnis wird bei Schleiermacher wie bei Kant anthropologisch und geschichtsphilosophisch gedacht. Es gehört zu einer Conditio humana, deren Entwicklung für Schleiermacher nicht notwendig fortschrittlich sind. Als Gestaltung des Generationenverhältnisses bezieht sich Erziehung nicht nur auf die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, und ihr antizipiert Arendt, sondern auch auf das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Revolution. Erziehung ist weder für Schleiermacher weder konservativ noch revolutionär. Wir werden sehen, dass für Hannah Arendt ist beide zugleich. Sie hat eher das Gleichgewicht von Erhalten und Verbessern zu ermöglichen. Erziehung hat die Kontinuität des ethischen Prozesses zu sichern und das Abgleiten in inhumane Zustände zu vermeiden. Anders als bei Kant steht bei Schleiermacher nicht die rechtsphilosophische im Vordergrund, sondern die sichtliche. Die rechtsphilosophische Dimension wird der sichtlichen untergeordnet. Ich gehe kurz an Schleiermacher
ein, weil seine sichtliche Auffassung des Generationsverhältnisses für die ideengeschichtliche Verortung von Arendts Überlegung zur Krise der Erziehung relevant ist. Darauf hat schon Denise vorher hingewiesen. Ziel der Erziehung ist für Schleiermacher die Vermittlung von Individualität und Sittlichkeit. Mit Sittlichkeit ist im Sinn Kants die Einheit des Wollens der Menschen in moralischer Hinsicht zu verstehen. Sie zielt auf eine Idee des Guten, die moralisch zu verfolgen ist. Das Individuum wird von Schleiermacher von Anfang an als soziales Wesen, als Teil einer Gemeinschaft betrachtet, in die es eingeführt werden soll. Und daher die Bedeutung der Familie als Primatsphäre, weil das Problem ist, in welcher Ort kann das Kind diese Vermittlung zwischen individueller und allgemeiner nicht nur in einer rechtlichen Hinsicht vermittelt bekommen? Also wo lernt das Kind? Wo wird das Kind so ansozialisiert, so dass diese Vermittlung zwischen dem Allgemeinen und dem Individuellen, zwischen seiner Singularität und dem Wohl der Gemeinschaft im Gefühl erlebt wird. Das ist deshalb diese Bedeutung der Ort der Familien als Orte, so sagt schon Hegel, die Liebe als empfindende Einheit, ist der Ort, in dem diese Erfahrung möglich ist. Darin die sichtliche Bedeutung der Familie. Wie gesagt, die Gemeinschaft wird vor allem sichtlich gedacht. Der Staat selbst wird als die sichtliche Form der Gemeinschaft betrachtet. Ausgehend von dieser Kontinuität zwischen Sichtlichkeit und Recht wird auch das Verhältnis von Politik und Pädagogik dekliniert. Beide werden als Teil der praktischen Philosophie aufgefasst. Die Politik setzt die Mündigkeit der Bürger voraus, welche die Erziehung zu ihrem Ziel hat. In diesem Sinn setzt die Politik die Erziehung voraus, die sich von ihr nicht nur wegen ihres Zwecks der Mündigkeit, sondern auch hinsichtlich der Art der Einwirkung unterscheidet. Die Erziehung sieht die Einwirkung des Einzelnen auf den Einzelnen vor. Deshalb kann die Erziehung für Schleiermacher, anders als bei Platon, aber auch für Arendt, nicht vom Staat übernommen werden. Die Familien gebührt die Vermittlung zwischen dem Individuellen und dem Allgemeinen. Als solche wird sie als erster Ort der Erziehung betrachtet. Die Mutter erhält dabei eine spezifische Funktion. Das ist eine Spur, die ich immer weiter verfolgen werde in meine Überlegung, ohne die vertiefen zu können. Vielleicht hat schon Frau Janssen ganz am Anfang unsere Treffen hingewiesen. Vielleicht haben wir eine Gelegenheit, in der Diskussion noch darüber zu uns auseinanderzusetzen oder damit auseinanderzusetzen. Alle drei Formen der Begründung gehen von einer generationalen Differenz aus, die von den Vertretern und Vertretern in der bürgerlichen Gesellschaft zumindest idealitar, zugleich mit der Pflicht einer Verantwortung und mit dem Stolz eine kulturelle und gesellschaftliche bedeutende Aufgabe übernommen wurde. In seiner Analyse der Gegenwart erinnert der Jurist Zagebrelski zunächst daran, dass wir, wenn wir von Generation sprechen, daran denken sollten, dass es sich um ein Verhältnis handelt, das sowohl juristisch als auch kulturell Jüngere, Erwachsene und Älteren betrifft. Nach dieser Präzisierung, die den Kern der pädagogischen Frage, wie sie von Schleiermacher formuliert worden ist, was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren, genauer bestimmt und in einem gewissen Sinn revidiert, stellt er fest, dass die Gegenwart nur zwei Generationen kennt, die jüngere und die ältere. Die westliche Gesellschaft sei eine Gesellschaft ohne Erwachsene. Zugespitzt formuliert, man versucht ewig jung zu bleiben, bis man zum Pflegefall wird. Verdrängt wird die Zeit, in der man Verantwortung
für sich selbst, aber auch für die Jüngeren und die Eltern übernehmen kann. Voraussetzung dafür wäre eine Form von Mündigkeit, die erst Menschen zu erwachsen macht. Für die Philosophin Susan Neiman entspricht dem Prozess des Wachsenwerdens nicht nur eine spezifische Lebensphase, die von einer erweiterten Gestaltungsfähigkeit charakterisiert ist, sondern zugleich ein Ideal, das sie mit der Mündigkeitsvorstellung der Aufklärung in Verbindung bringt. Stattdessen wird für sie das Erwachsenwerden lediglich als Begrenzung der Lebensmöglichkeit angesehen und als solches wird es entweder ignoriert oder resignativ akzeptiert. Der gegenwärtige Umgang mit dem Erwachsenwerden spiegelt aber nicht nur eine individuelle Einstellung wider, sondern ist eher als das Ergebnis eines kulturellen und gesellschaftlichen Prozesses zu betrachten, der das Verhältnis zwischen den zentralen Aspekten der Aufklärung als eine historische Konstellation insgesamt verändert. Gehörte die Verantwortung der Älteren gegenüber den Jüngeren zentral zum Selbstverständnis des Bürgertums, so bringt die Verdrängung eine solche Verantwortung die Krise der Voraussetzungen des Mündigkeitsbegriffs zu Ausdruck. Die Gründe dafür sind aus meiner Perspektive unterschiedlicher Natur. Historisch lässt sich eine solche Veränderung auf einen ökonomischen und kulturellen Bruch zwischen Vätern und Söhnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf die Proteste der Söhne gegen die Väter und auf die Revolte der Töchter gegen Väter und Brüder seit Ende der 60er Jahre zurückführen. Da unterscheide ich in meiner Analyse des Phänomens von Arendt die Krise der Erziehung jetzt in eine soziologische Perspektive oder historische eher auf die Ma also in Verbindung mit der Massengesellschaft in Verbindung bringt. In diese historische gesellschaftliche Transformation haben zwei Differenzen, die für die historische Konstellation der Aufklärung und der Erziehungsbegriff von zentraler Bedeutung waren, ihre symbolische Funktion verloren. Die generationale und die sexuelle Differenz. In seinem Werk Auf dem Weg zu einer vaterlosen Gesellschaft, der nur 5 Jahre später als der Bremer Vortrag von Arendt verfasst worden ist, erklärt Mitscherlich den generationalen Bruch als einen, wie auch Arendt, als einen Autoritätsverlust, aber bei ihm als einen Autoritätsverlust der Väter. Eine Autoritätsverlust, den er zugleich als ökonomisch und moralisch erklärt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg stellt die Vererberung des väterlichen Berufs keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit mehr dar. In bestimmten Fällen überschritten die Karrierewege der Kinder sogar die väterlichen Erwartungen. Die Väter konnten ihre Kinder nicht mehr den Weg zeigen. Die Auseinandersetzung der Söhne mit den Vätern, die sich explizit vor allem um Beruf und Karrieren drehten, wurden immer rarer. In vielen Fällen wurden sie durch die Identifikation mit einer autoritären Figur ersetzt, die zum Simulacrum der väterlichen Figur wurde. Die väterliche Autorität, aber jede auch pädagogische Autorität, die in der asymmetrischen individuellen Beziehung, also jede pädagogische Beziehung, sozusagen eine Autorität voraussetzt, ist immer eine individuelle Beziehung, also die in asymmetrische individuelle Beziehung von einem Vater und einem Sohn ihre Grundart, wurde durch die Führerschaft eine Figur substituiert, die die Voraussetzung ihrer Macht in eine kollektive Identifikation hatte. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, der auch in der Analyse von Arendt sich widerspiegelt, sozusagen, welche Subjektivations, also welche Bedingungen sollen erfüllt werden,
damit Menschen sich nicht mit anderen sich identifizieren, sondern eher im Verhältnis setzen. Zur Autoritätsverlust des traditionellen Patriarchen, der, um eine Metapher von Recalcati zu benutzen, der zur Verdunstung der Vaterfigur führen sollte, kam in der Nachkriegszeit eine moralische Komponente hinzu. Die vom Krieg zurückgekommenen Väter konnten nicht mehr von den Tätern unterschieden werden. Nach 1945 wird die pädagogische Frage, die Schleiermacher am Anfang des 19. Jahrhunderts formuliert hatte, übernommen. In der Übernahme werden aber ihre geschichtsphilosophische und moralische Voraussetzungen negiert. In seinem Roman, Der Vorleser von 1995, schreibt Bernhard Schlink: Wie sollten die, die nationalsozialistische Verbrechen begangen oder bei ihnen zugesehen oder von ihnen weggesehen oder die nach 1945 die Verbrecher unter sich toleriert oder sogar akzeptiert hatten, ihre Kinder etwas zu sagen haben? Also, Zitat Ende. Vor allem im bundesrepublikanischen Kontext wendete sich der antiautoritäre Protest der 60er Jahre gegen die Väter, deren Autorität schon längst jede Form der Legitimation verloren hatte. Mit der feministischen Revolte wird die gesamte symbolische Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft infrage gestellt. Der feministische Anspruch, die Sphäre der Reproduktion, das heißt der Sorge, in ihre politische Bedeutung zu betrachten, problematisiert einen der zentralen Elemente bürgerlicher Erziehung, das als natürlich galt und mit der auch implizit Arendt in den Text spielt oder andeutet, die moralische Zuständigkeit des weiblichen Geschlechts für den Zusammenhalt der Gesellschaft in der Privatsphäre. Die Konsequenzen solcher gesellschaftlichen Prozesse sind erziehungsphilosophisch in ihrem ambivalenten Charakter zu betrachten. Sie haben einerseits die wunden Punkte und Widersprüche der bürgerlichen Ordnung aufgezeigt. Diese Dekonstruktion hat jedoch andererseits theoretisch nicht zur Konzeption einer neuen Konstellation von Erziehungsverhältnis geführt, die den asymmetrischen Verhältnis der Generation und deren Sorgencharakter gerecht wird. Ich glaube, wir sind diese zwei Punkte noch schuldig. Stattdessen haben sich daraus eine stärkere Institutionalisierung und Ökonomisierung der Privatsphäre, eine Relativierung der Differenz in den Generationsverhältnis beziehungsweise ihre konstruktivistische Auffassung ergeben. Also Arendt setzt sich vor allem aus der pragmatistischen Auffassung des Verhältnisses zwischen Erwachsenen und Kindern, aber auch die soziologische Perspektive, der zufolge Kinder als Akteuren betrachtet werden, sozusagen stellt in Frage die Besonderheit des Kinderdasein. Die zu einer unbestimmten Delegation der Verantwortung sowohl gegenüber der zukünftigen als auch gegenüber der älteren Generation geführt hat. Die Diagnose einer Gesellschaft ohne Erwachsenen, deren Mitglieder Mündigkeit und Verantwortung abgesprochen wird, ist jüngst weder von einer Analytikerin oder von einem Jurist, sondern von einer Vertreterin der jüngeren Generation formuliert worden, die Schleiermacher pädagogisches Grundgedanken noch einmal aufnimmt und diesmal aber so umdreht, dass man daraus schließen könnte, entweder die gegenwärtige Aufgabe der jüngeren Generation besteht darin, die Älteren zu Mündigkeit zu erziehen, oder ganz rein konservativ, die Jüngeren sehnen sich nach der Rückkehr, wenn nicht des Patriarch, aber den Erwachsenen. Die Verantwortung, die die jüngere Aktivistin Greta Thunberg den Erwachsenen abspricht, betrifft die Zukunft der Gattung als solcher. Ich lese das aus der
Rede von Greta Thunberg bei den UN-Klimagipfel, weil ich finde, es ist eine interessante Figur. Sie greift auf eine interessante Figur zurück, die wirklich die Argumentation von Schleiermacher umdreht. Wenn ihr die Situation zu Thunberg, wenn ihr die Situation wirklich versteht, würdet und uns immer noch im Stich lassen würdet, dann wärte ihr grausam und das weigere ich mich zu glauben. Wie könnt ihr es wagen zu glauben, dass man das lösen kann, indem man so weitermacht wie bislang und mit ein paar technischen Lösungen ansetze? Und jetzt sozusagen ist er noch nicht reif, das für Locke das Erziehungsverhältnis begründet, bezieht sie, also benutzt sie in Bezug auf die Erwachsenen. Ihr seid immer noch nicht reif genug, zu sagen, wie es wirklich ist. Ihr lasst uns im Stich. Alle kommende Generation haben euch im Blick und wenn ihr euch dazu entscheidet, uns im Stich zu lassen, dann entscheide ich mich zu sagen, wir werden euch das nie vergeben. Zitat Ende. Was Greta Thunberg zur Sprache bringt, ist eine der Hauptmerkmale einer Gesellschaft ohne Erwachsenen, Verantwortungsverweigerung. Greta Thunberg hat sich mit der Analyse zu der Krise der Erziehung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auseinandergesetzt, die die politische Theoretikerin Hannah Arendt während dem Bremer Vortrags, den wir vorher analysiert haben, formuliert hat. Nichtsdestotrotz verweist sie in ihrem Appell an die Mündigkeit, also Arendt, auf eine Form von Verantwortungsverweigerung, die im Zentrum von Arendts Kritik an den damaligen Reformen in Erziehungsbereich steht. Ich zitiere jetzt Seite 272 aus dem Text von Arendt. Es ist, als ob sie ihnen täglich sagten, in dieser Welt sind auch wir nicht sehr verlässlich zu Hause. Und wie man sich in ihr bewegen soll, was man dazu wissen und können muss, ist auch uns nicht bekannt. Ihr müsst sehen, wie ihr durchkommt. Uns jedenfalls sollt ihr nicht zur Verantwortung ziehen können. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Zitat Ende. Die Verantwortungsverweigerung der Erwachsenen ist für Arendt symptomatisch für eine tiefe Krise der Erziehung, die sie als ein zentraler Aspekt einer politischen Krise insgesamt versteht. Wie schon für Schleiermacher, woran Arendts pädagogische Hauptargument direkt, wenn auch nicht explizit anschließen, sind Pädagogik und Politik für sie zu unterscheiden. Erstere verfolgt das Ziel, noch nicht mündige Kinder zur Mündigkeit zu erziehen. Letztere setzt die Mündigkeit der Bürger und Bürgerinnen voraus. Es handelt sich also im Verhältnis von Politik und Pädagogik um ein Verhältnis gegenseitiger Dependenz, das idealiter erfüllt werden kann, wenn die Autonomie beider Bereiche gewährleistet wird. Weder darf die Pädagogik politisch instrumentalisiert werden, ihr Ziel ist die Bildung der Urteilsfähigkeit der Kinder, noch darf die Politik pädagogisiert werden. Sie hat die Menschen nicht zu erziehen, sondern ihnen ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Die Voraussetzungen dafür sind mündige Erwachsene. Die Krise der Erziehung in den 50er Jahren liest Arendt als Teil einer politischen Krise, weil sie die politische Grundlage einer bürgerlichen Gesellschaft betrifft. Sie tangiert zugleich die Möglichkeit der Tradierung und der Konservierung der Welt. Das heißt, der erworbenen menschliche, kulturelle und technische Errungenschaften und die Befähigung der Individuen zu Autonomie, das heißt zu Kritik und Infragestellung der tradierten Welt. Bei der Begründung ihres Erziehungsverständnisses hebt Arendt, was in seiner Interpretation Malte sehr stark gemacht hat, das doppelte Gesicht des Kindes hervor. Das Kind ist ein neuer und ein werdender Mensch. Als neuer Mensch steht es für das Wunder der Natalität.
die für sie zur Grundbedingung menschlicher Existenz gehört und die Möglichkeit geschichtlicher Erneuerung darstellt. Das Kind als neuer Mensch steht in diesem Sinn für den Neuanfang. Als werdender Mensch, dessen Entwicklung nicht nur eine Sache der Natur, sondern auch der Kultur ist, soll das Kind in die Welt angeführt werden. Wenn für Schleiermacher der Erziehungsprozess zwischen Tradition und Revolution vermittelt sollte, so ist für Arendt Erziehung unmittelbar beides. Sie ist konservativ, insofern sie die Welt mit ihren Traditionen und Errungenschaften den neuen Geborenen nicht nur zu übergeben hat, sondern in bestimmten Fällen auch gegen sie schützen soll. So Arendt. Das Konservative im Sinn des Konservierenden scheint mir im Wesen der erzieherischen Tätigkeit selbst zu liegen, deren Aufgabe es immer ist, etwas zu hegen und zu schützen. Das Kind gegen die Welt, die Welt gegen das Kind, das Neue gegen das Alte und das Alte gegen das Neue. Zitat Ende. Erziehung ist aber auch revolutionär, weil sie sich auf die Neugeborenen einlassen soll, weil sie ihre Erwartungen, ihre Veränderung des Alten, ihre Protest und ihre Kritik gegen die existierende Welt zu verteidigen hat. Diese Aufgabe der Ermöglichung des Neuen bzw. des Zulassen des Ereignisses kann man aber erst gerecht werden, wenn man das Neue erkennen kann, wenn man sich nicht von jeder Veränderungswunsch als solche blenden lässt. Die Krise der Erziehung, die für Arendt schon Ende der 50er Jahre in den USA ihre Grundtendenz zeigt, beinhaltet die Unfähigkeit, das Alte mit dem Neuen zusammenzudenken, Tradition und neuer Anfang in Relation zu setzen. Grund dafür ist eine nicht nur theoretische postuliert, sondern auch gesellschaftlich verankert Geschichtslosigkeit, die die Zukunft der Gattung einen Dauerreformprozess ausliefert. Die Geschichtslosigkeit kann insofern als das zweite Merkmal einer Gesellschaft ohne Erwachsenen betrachtet werden. Die Moderne, wofür das Neue steht, wird zu einem endlosen Modernisierungsprozess, der die Möglichkeit pädagogischer Verantwortung ihre geschichtliche Gründe zieht, die Vermittlung des Alten für die Entstehung des Neuen. Das Symptom einer solchen Krise, die Verantwortungsverweigerung der Erwachsenen gegenüber der Anwachsenden, führt Arendt auf eine Krise der Autorität, das ihr als drittes Merkmal der analysierten Konstellation gilt, und auf eine zunehmende Aufhebung der Privatheit als Schutzraum zurück. Der Autoritätsverlust setzt eine Krise der generationalen Differenz voraus. Der Schwund des Privaten verweist wiederum auf eine Unordnung der Geschlechterverhältnisse. Arendt stellt die Notwendigkeit der Kritik an autoritäre Verhältnisse nicht in Frage, sondern sie zeigt die pädagogischen und politischen Konsequenzen der Negation der Autorität tout court. Diese ist nicht Ausdruck einer emanzipatorischen Pädagogik, sondern Symptom der Verantwortungslosigkeit der Erwachsenen. So Arendt. Die Autorität ist von den Erwachsenen abgeschaffen worden und diese kann nur eines besagen, nämlich, dass die Erwachsenen sich weigern, die Verantwortung für die Welt zu übernehmen, in welche sie die Kinder hineingeboren haben. Zitat Ende. Die USA stehen für Arendt emblematisch für die neue Welt, das heißt für eine Welt, die sich nicht aus ihrer Geschichte, sondern aus ihrer Zukunft versteht und für das Land der Progressive Education. Die vom Pragmatismus John Deweys geprägte Reformpädagogik entspräche der amerikanischen Vorstellung einer zukunftsorientierten Gesellschaft. An der Progressive Education kritisiert Arendt nicht nur eine Form der Geschichtslosigkeit, die das Generationenverhältnis
in geschichtsphilosophischer Hinsicht die Tradierung des Alten verunmöglicht, sondern auch die Negation des Generationsverhältnisses in engerem pädagogischem Sinn als Asymmetrie zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Nivellierung, eine asymmetrische Differenz im Erziehungsprozess, zeigt Arendt am Beispiel von drei Aspekten, die wir auch analysiert haben, die sie als charakteristisch für die progressive Education betrachtet. Die Verabsolutierung der Kinderwelt, der Emanzipation von Lehrstoff und dem Vorrang des Tuns. Zu diesem dritten Punkt haben wir das nicht analysiert. Die Verabsolutierung der Kinderwelt entsteht aus einer fehlenden bewussten Auseinandersetzung der Kinder mit der Welt der Erwachsenen. Eine solche Auseinandersetzung wäre für die Kinder zugleich anstrengend und emanzipatorisch. Ihre möglichen Modalitäten könnten über Arendts Text hinaus Mimesis, Emulation und kritische Emanzipation beziehungsweise Individuation durch Trennung sein. Stattdessen wird den Kindern die Mühe der Konfrontation erspart, indem die Erwachsenen ihre Perspektive auf die Welt übernehmen. Die Kinder werden nicht zur Mündigkeit erzogen und die Erwachsenen infantilisieren sich intentional angeblich zum Wohl des Kindes oder bei uns zum Wohl der Studierenden angeblich. Die abwesende Wahrnehmung der Differenz der Erwachsenen befähigt die Kinder nicht zur Autonomie, sondern sozialisiert sie zu einem sozialen Konformismus, zu Tyrannei der Peer-Gruppe. Das zweite und dritte Aspekt, die Emanzipation von Lehrstoff und des Vorrangs des Tuns, sind sowohl in erziehungsphilosophischer als auch in bildungsphilosophischer Hinsicht relevant. Ihre Bedeutung bezieht sich auf das Generationsverhältnis in seiner geschichtsphilosophischen Perspektive. Die Emanzipation des Lernens und des Unterrichts von Stoff bezeigt einen Lernprozess, deren Ausgangspunkt nicht die Welt in ihrer wissenschaftlichen Erschließung, sondern die Praxis ist. Die Alterität des Lernstoffs, seine auch hier wissenschaftliche, fachliche Differenz, wird durch dessen Reduktion auf ein Problem der Praxis nivelliert. Schüler und Schülerinnen werden nicht in der Lage versetzt, mit einem entfremdenden Gegenstand kategorial vertraut zu werden, sondern der Gegenstand wird an sie angepasst. Die Lehrperson verliert in diesem Verständnis von Erziehung und Bildung im schulischen Kontext ihr fachliches Profil. Lernen wird in dieser Auffassung von Erziehung rein psychologisch aufgefasst und auf den Erwerb von Kompetenzen reduziert, Praxisprobleme zu lösen. Der Autoritätsverlust der Lehrperson bzw. des Erwachsenen impliziert eine grundlegende Entwertung der Wissenschaft, die erstens die Autorität des Lehrenden als Fachperson begründet und zweitens das Fundament der aufklärerischen, pädagogischen, philosophischen und politischen Projekt darstellt. Arendts Kritik am Autoritätsverlust der Wissenschaft ist nicht mit der Position derjenigen zu verwechseln, die für eine größere Macht der Erziehungsberechtigten plädieren und eine strengere Erziehung Disziplin loben. Die Philosophin unterscheidet Autorität von jeder Form von Gewalt sowie vom Markt. Autorität, die Gewalt einsetzt oder eine Machtposition voraussetzt, um ausgeübt zu werden, ist keine Autorität in pädagogischer und wissenschaftlicher Hinsicht. In diesem Fall ist sie lediglich der Ausdruck einer Machtposition oder das Ergebnis einer Gewaltausübung. Auch in politischer Hinsicht unterscheidet Arendt nicht nur Macht von Gewalt, sondern auch Autorität vom Markt. In dem Text bezieht sich auf den römischen Begriff von Autorität. Erläutert sie am Beispiel der römischen Senatoren, inwiefern die Bedingung ihrer Autorität darin bestand, dass sie keine Macht in politischer Hinsicht ausüben konnten.
Zugespitzt gedacht, Macht und Autorität bezeichnen nicht nur zwei unterschiedliche Phänomene, sondern schließen sich sogar in bestimmten Fällen untereinander aus. Derjenige, der Macht ausübt, strahlt selten eine Autorität aus. Diejenige, die für eine Autorität gehalten wird, besitzt nur gelegentlich eine Machtposition. Beides sind asymmetrische Beziehungen. Macht basiert bei Arendt auf Zustimmung, auf das sich fügen in eine Art der Zustimmung, Autorität auf fraglose Anerkennung. Auf die Fraglosigkeit kommt es dabei. So Arendt, wird die Autorität lächerlich gemacht, ist es mit ihr vorbei. Trotz dieser Präzisierung kann Arendts Diagnose der Krise der Erziehung allerdings als eine Kritik avant la lettre an der antiautoritären Erziehung der 60er Jahre gelesen werden. Sie trifft nicht die Kritik am Autoritarismus der damaligen Lehrer, sondern die Infragestellung des konservativen Aspekts der Erziehung sowohl bezüglich der generationalen als auch der sexuellen Differenz. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und entschuldige mich zugleich, dass ich länger als geplant gesprochen habe.